Ja, liebe Zuschauer, am Mittwochabend fühlten sich etliche Menschen in der Region an das Unwetter des Jahres 2013 erinnert. Golf- bis Tennisball große Hagelkörner prasselten vom Himmel und zerstörten erneut nicht nur etliche Autos, sondern auch Häuserwände, Dächer, Rollläden und Gärten. Außerdem kam es zu Überflutungen, Stromausfall durch umgestürzte Bäume und Unfälle mit Verletzten. Besonders tragisch, auch das Impfzentrum in der Tübinger Paul-Horn-Arena wurde überflutet. Impftermine können daher zunächst nicht stattfinden. Wir haben für Sie eine Unwetterbilanz zusammengefasst. Hier in Bempflingen steht die Straße unter Wasser. Und auch der kleine Wieslenbach in Reutlingen-Mittelstadt hat sich zu einem reißenden Fluss ohne Durchkommen entwickelt. Die Hauptphase des Unwetters am Mittwochabend spielte sich zwischen 18 und 20 Uhr ab. Neben starken Regenfällen prasselten auch unzählige, teils golfballgroße Hagelkörner vom Himmel. Die Erinnerung an das Unwetter von 2013 erwachte da wohl in den meisten Reutlinger Bürgern. Doch auch über Tübingen und Rottenburg zog das Unwetter und überschwemmte unter anderem das Tübinger Impfzentrum in der Paul-Horn-Arena. Ja, wir haben ja hier heftiges Hagelunwetter im Kreis gehabt. Der Hagel hat unten die Abläufe verstopft. Das Wasser ist dann wie ein Sturzbach rein ins gesamte Impfzentrum, das dann unter Wasser gestanden ist. Wir werden nicht nur heute, sondern mit Sicherheit die nächsten Tage nicht mehr hier impfen können. Wir sind gerade dabei mit dem Sozialministerium für alle diejenigen, die einen Impftermin haben, Termine zu organisieren. Da werden wir dann den Impfstoff hinbringen in umliegenden Impfzentren. Die Halle müsse zunächst komplett geräumt werden, so Walter weiter. Erst dann könne man sie wieder aufbauen. Nach ersten Einschätzungen kann die Halle für mindestens 2 Wochen nicht genutzt werden. Alle Personen, die jetzt einen Impftermin gehabt hätten, werden in Kürze kontaktiert, heißt es seitens des Landratsamtes. In Reutlingen traf es besonders die Stadtbezirke Mittelstadt, Betzingen, Rommelsbach, Degerschlacht, Sickenhausen, Oferdingen sowie den westlichen Bereich der Innenstadt. Die Reutlinger Feuerwehr war mit allen Einheiten im Einsatz und bekam zusätzlich Unterstützung aus den Nachbargemeinden und Einheiten des THWs. Also durch den Starkregen und durch den Hagelschauer wurden die Einläufe verstopft. Also es waren eine Vielzahl vollgelaufener Keller. Es waren eine Vielzahl überfluteter Fahrbahnen, überfluteter Verkehrswege, die es zu beseitigen galt. Letztendlich diese Überflutungsgefahr mussten wir beseitigen. Aber auch der Sturm oder die Starkwinde haben dazu beigetragen, dass Bäume umgestürzt sind, dass Teile von Dächern losgerissen wurden. Aber natürlich auch der Hagel hat dann Dächer durchschlagen, sodass wir auch Dächeroberlichter sichern mussten. Zum Beispiel im Bildungszentrum Nord, einer größeren Schule hier im Stadtgebiet. Dort war eine Vielzahl der Oberlichter zerstört. Die mussten natürlich notdürftig von uns abgedichtet werden. Auch ich befand mich am Mittwochabend mitten im Geschehen. Ich war gerade auf dem Nachhauseweg nach Mittelstadt, als das Unwetter einsetzte. Auch mein Auto musste dran glauben und ein Durchkommen zu meiner Wohnung war plötzlich nicht mehr möglich. Vor Ort konnte ich das Geschehen dokumentieren und auch mit Betroffenen sprechen. Wie haben die Menschen das Unwetter erlebt? Also, wo der Sturm aufkam, war ich hinten in der Backstube und habe gespült. Und es war so laut hinten, durch die Dachfenster hat es sich angehört wie Kanonenschläge. Das war echt Wahnsinn. Dann sind wir nach draußen gegangen und die ganze Straße von oben bis hier unten war eine einzige Flut. Es ist halt immer heftiger geworden und irgendwann war es echt richtig angsteinflößend, weil ich habe gedacht, hier kommt es gleich von der Seite rein. Und es waren ja schon so große Hagelkörner, also ich habe gedacht, mich trifft es jetzt jeden Augenblick. Die Rapsfelder und die ganze Maisfelder hinten draußen in Reicheneck komplett abgemäht durch den Hagel und es ist wirklich sehr lokal. Sonnenfinger hat zum Beispiel gar nichts. Omahause war auch relativ harmlos, aber hier, das ist absolut Wahnsinn. Ich bin sehr in Panik geraten. Auto wahrscheinlich kaputt. Auf der Terrasse sieht alles hin aus. Ja, und wie es hier weitergeht, weiß man noch nicht. Und Strom ist auch keine Wahl. Also das war fast wie beim Bombenangriff. Tomatenernte hat sich erledigt. Alles, was im Garten ist, kaputt. Zum Glück Auto und Dachziegel sind ganz geblieben. Aber sowas habe ich noch nicht erlebt. Wenn überall Wasser eintritt, von oben, vom Keller, überall. Also wie gesagt, erstmal Wasser rausbringen und dann gucken, was kaputt ist. Ja. Also mein Auto hat jetzt hier der zweite Hagelschaden. 2013 war es fast Totalschaden, leider nur fast. Ist egal, Metall kann man richten. Und jetzt hat es wieder Schaden.
Ja, und wo? Ja, bei solchen Anblicken können die Nerven schon blank liegen. Und für viele Reutlinger ist es eben auch nicht das erste Mal. Doch es gab auch ein unmittelbar positives Ereignis. Die ganze Nachbarschaft hat echt mitgeholfen. Das war echt Wahnsinn und das ging auch sehr schnell. Die Hilfsbereitschaft von den Nachbarn und auch von Straßen weiter, das ist ja einfach genial, dass sie kommen und helfen mit Schippern, mit Schaufeln, mit allem. Ja, es ist halt wichtig, dass sie irgendwo fahren können und im Ort hilft man sich halt, ne? Und auch ein paar Straßen weiter hält man zusammen und hilft denen, die es besonders hart getroffen hat. Wir sind abgerufen worden, dass hier der Keller unter Wasser steht. Dann sind wir hergefahren und haben gesehen, dass die ganze Alpha voll mit Hagel war. Die ganze Hagelkammer, also wirklich da unten einen halben Meter hoch. Dann haben wir angefangen zum Schippen. Aber Sie nehmen es mit Humor? Ja. Ja. Dieses Mal hat das heftige Unwetter einige Stadtteile stärker getroffen als andere. Der Vergleich zu 2013 liegt allerdings nahe. Ich fand es heute schlimmer. Heute ist es viel schlimmer gewesen, weil es alles so schnell kam und so große Tennisbälle. Trotzdem sei das Unwetter, zumindest auf das ganze Stadtgebiet gesehen, kein Vergleich zu 2013, erklärt Michael Reiter von der Feuerwehr Reutlingen. Man kann natürlich einen Vergleich ziehen, aber das Ereignis war nicht so lang andauernd, war nicht ganz so heftig. Natürlich weniger Einsatzstellen, damals waren es über 2000, jetzt sind wir mit rund 200 relativ glimpflich davon gekommen. Zu tun hatte die Feuerwehr die ganze Nacht und auch heute den ganzen Tag lang. Verletzte gab es aufgrund zweier Verkehrsunfälle, die sich wegen des Unwetters ereignet hatten. Ein Mann fiel in Kusterdingen vom Dach seines Hauses, als er versuchte, es von Hagel zu befreien. Für die anderen gilt es jetzt, die wichtigsten Schäden zu beseitigen, alles trocken zu legen und dann die nötigen Anrufe bei den Versicherungen zu tätigen.